Hallo ihr Lieben, guten Tag. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, euch mein aktuelles Buch mit dem Titel Kulturwandel, wie Führungskräfte mit Arbeitssicherheit Unternehmen zu Spitzenleistungen führen, vorzustellen. Ich wurde zu diesem Video inspiriert in den letzten Wochen durch mehrere Anrufe von Lesern, die das Buch gelesen hatten, die mich nicht kannten und die das Buch dann zum Aufhänger gemacht haben, mich kennenlernen zu wollen. So, für zwei von denen arbeite ich heute als Trainer intern, denn die wollten im Unternehmen diese Gedanken des Buches umsetzen. So, und warum ich euch dieses Buch, meine Herzensangelegenheit, empfehle, das zeige ich euch nach dem Intro. Seid gespannt darauf. Ja, in diesem Buch erfahrt ihr auf ungefähr 330 Seiten alles das, was aus meiner Sicht wichtig ist, wenn du in deinem Unternehmen einen Kulturwandel gestalten möchtest. Ich habe wohl das Thema Arbeitssicherheit, das ist so das Trägerthema. Nur die Gedanken, die sind ja auf alle anderen Themen und Gebiete genauso umsetzbar. Ich habe vor Jahren so diesen flotten Beraterspruch geprägt: Wenn Arbeitssicherheit gut ist, ist überall gut. Heute sehe ich den Spruch ein wenig anders. Denn der Zusammenhang stimmt so rum nicht. Der Zusammenhang stimmt andersrum. Dort, wo die Kultur stimmt, wo die Unternehmenskultur stimmt, wo der Wandel eingeleitet wurde, dort stimmen Arbeitssicherheit, Qualität und Produktivität. So ist der Zusammenhang richtig. Das heißt, das entscheidende Thema ist die Qualität der Unternehmenskultur. Und deshalb habe ich mein gesamtes Know-how, was ich in den letzten 30 Jahren als Trainer und Begleiter, bitte glaubt mir das, von, ich glaube, 300 oder 400 Unternehmen gesammelt habe. Wenn ihr mögt, geht auf meine Website www.stephanbartel.com. Dort findet ihr, also ich glaube, weit über 150 aufgeschrieben, beschrieben und auch Prozessbeispiele von Dingen, die wir dort im Unternehmen gemacht haben. Ja, zurück zu diesem Buch. Ihr erfahrt hier in 14 Kapiteln viele Dinge, die relevant sind, um den Kulturwandel zu gestalten. Einerseits sind das Prozessparameter, die wichtig sind. Und andererseits zeige ich euch auch ganz konkrete Methoden, die aus meiner Sicht sehr erfolgreich sind, um den Kulturwandel in Sachen Arbeitssicherheit umzusetzen. Ich beschreibe euch exakt die Bradley-Kurve. Ihr kennt ja womöglich die Bradley-Kurve. Das ist ja eine wunderbare Darstellung der Entwicklung der Unternehmenskultur von Berlin Bradley in den USA entwickelt vor vielen Jahren. Ich habe diese in unsere deutsche Kultur, ja, österreichische oder Schweizer Kultur übertragen und erkläre euch ganz genau, was ihr damit anfangen könnt. Für mich ganz interessant: Wenn in meinen Seminaren Führungskräfte dieses verstanden haben, dann haben die auch sofort verstanden, was die Stellschrauben sind, um die Kultur ein Stück weiter voranzubringen. Ich zeige euch hier ganz konkrete Methoden. Ich zeige euch auch Dinge, die für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit wichtig sind. Also wie die Fachkraft für Arbeitssicherheit generell sich positionieren kann als Safety Culture Manager. Das ist aus meiner Sicht was völlig anderes wie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, euch zeige ich auch, wie ihr euch verkaufen könnt, wie ihr die Qualität eures Wirkens im Unternehmen bei euren potenziellen Kunden so darstellen könnt, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftrags deutlich steigt. Ich zeige euch auch Gesprächstechniken fürs Verkaufsgespräch, dafür, dass ihr gewappnet seid, wenn womögliche potenzielle Kunden auch Widerstände leisten und Einwände bringen. Ich zeige euch auch für die Gesprächsführung wichtige
Was sind so die typischen Widerstände von Mitarbeitern? Also was sind so die Ausreden? So, ihr habt bestimmt schon mal gehört, du sprichst jemanden darauf an, er soll eine Sicherheitsregel einhalten und dann sagt er, ich bin schon 20 Jahre da, ist dann nie was passiert. So eine klassische Ausrede. Übrigens, diese Ausrede ist sehr gefährlich. Warum ist sie gefährlich? Na, es stimmt ja. Er ist 20 Jahre da, es ist ihm noch nie was passiert. Und jetzt bist du in der Gesprächsführung gefordert, hier nicht Motivation zu zerstören. Also oft heißt es, aber trotzdem musst du die Regel einhalten, es kann ja was passieren. Und dann macht er innerlich so und sagt sich, du mich auch. Da zeige ich euch Gesprächstechniken, wie ihr aus dieser Bredouille herauskommt. Und bitte glaubt mir, die machen richtig Spaß, wenn du ein Stück Erfahrungen im Umgang mit den Gesprächstechniken hast, dann macht Gesprächsführung einfach Freude. Du freust dich auf Einwände, die Mitarbeiter, die Gesprächspartner, die Kunden oder auch Vorgesetzte bringen, weil du weißt, du kannst damit umgehen. Also das sind alles Dinge, die dich in diesem Buch erwarten. Kulturwandel, wie Führungskräfte mit Arbeitssicherheit Unternehmen zu Spitzenleistungen führen. Ich möchte gerne noch auch einige Rezensionen zeigen, die ich aus Amazon entnommen habe. Einige sind auch auf meiner Website. Ich lese euch einige wenige vor, dass ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie das Buch bei Anwendern, bei Nutzern in der Praxis ankommt. Mein Beruf, schreibt einer, bringt es mit sich, dass ich viele Fachbücher lesen muss. Der oft trockene Stoff erschwert das Lesen und Verstehen. Bei diesem Buch ist es anders. Herr Bartel versteht es hervorragend, den Stoff gespickt mit vielen Praxisbeispielen und Erlebnissen aus seinem Leben an den Mann, an die Frau zu bringen. Die Leitfäden im Anhang des Buches runden das Thema besonders ab. Ich habe mir sofort das zweite Buch von Herrn Bartel bestellt und bin schon gespannt, ob auch hier das Lesen wieder zum Vergnügen wird. Das freut dich natürlich sehr, wenn jemand so über die Dinge spricht, die du gemacht hast. Ein anderer schreibt, man kann sich heute oft nicht mehr mit seinem Arbeitgeber identifizieren. Zwar verfügen auch einige dieser Unternehmen über Leitbilder und Unternehmenskulturen, bilden diese jedoch nur kaum oder wenig aus oder machen, was sie wollen. Das Buch ist informativ und gut beschrieben, will Unternehmen nicht belehren oder ihnen gar eine Anleitung geben, wie man solche Unternehmenskulturen aufbaut, sondern zeigen, wie gut das Betriebsklima werden kann, wenn eine vernünftige Unternehmenskultur gelebt wird. Welchen Anteil haben Führungskräfte an langen oder häufigen Fehlzeiten? Wie kann man das Verhalten ändern? Fürsorgepflicht, Arbeitssicherheit, das sind nicht bloß schöne Worte. Und das verdeutlicht das Buch in der Hoffnung für die Arbeitnehmer, dass bei den Arbeitnehmern als bei den Arbeitgebern auch mal etwas klingelt, schreibt einer. Ein weiterer schreibt, ich lese gerne öfters Fachbücher, ob sie nun direkt mit meinem persönlichen Aufgabengebiet zu tun haben oder auch nur teilweise, ist dabei unerheblich. Ich habe Arbeitssicherheit bisher immer als eine gesetzliche Vorschrift gesehen, was sich nach diesem Buch grundlegend geändert hat. Der Autor vermittelt mit eindringlichen Worten die Wichtigkeit der Arbeitssicherheit in Bezug auf die Unternehmenskultur und den wirtschaftlichen Erfolg. Mein Fazit, ein Fachbuch für alle Arbeitnehmer und mich überzeugt betrifft, ein Fachbuch, sorry, das alle Arbeitnehmer betrifft und mich überzeugt bzw. die Augen geöffnet hat, dass hinter der Arbeitssicherheit deutlich mehr steckt. Für mich ist es eine Pflichtlektüre für jeden sogenannten Sicherheitsbeauftragten, eine absolute Kaufempfehlung und 5 Sterne dafür. Danke, lieber Rezensent, freut mich sehr, wenn du das so positiv siehst. So, ihr seht, die Investition lohnt sich. In der Beschreibung unten findet ihr den Link bei Amazon. Klickt einfach drauf, schaut mal rein, da könnt ihr auch so ein paar Seiten Probe lesen. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es euch kauft. Und wenn es euch gefällt, mir bitte auch eine Rezension gebt bei Amazon. Und wenn es euch total gut gefällt, dürft ihr mich gerne anrufen und mit mir darüber reden, wie wir zusammenkommen können, dass ich euch in eurem Unternehmen diese Gedanken so nahe bringen kann, dass euer Kulturwandel bestmöglich organisiert werden kann, angeschoben werden kann, ja, zum Erfolg geführt werden kann. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und by the way, ich habe noch vergessen,
Bitte, wenn euch die Videos gefallen, abonniert meinen Kanal. Mittlerweile schon über 100 Abonnenten. Das freut mich auch. Danke für euch. Und wie sagt man in Bayern so liebevoll, für Gott, passt auf euch auf. Bis dahin. Tschüss.